Hi, hier ist wieder David von Watch David. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht, und zwar aus dem Hause Seiko, den limitierten Thunfisch. Schaut mal hier. Seiko Prospex Tuna Solar Black SNE 577P1. Coole Uhr. Ich liebe ja das Design. Das ausführliche Review ist bereits in meinem Blog unter watchdavid.de. Schaut gerne mal rein. Zahlreiche Fotos, weitere Details, übersichtliche Spezifikationstabelle. Von dort aus kommt ihr auch zu anderen Uhren, die zum Beispiel den gleichen Gehäusedurchmesser haben oder die Zifferblattfarbe etc. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal ein Like da lasst und kommentiert. Ansonsten, die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Auch zur uhrenlounge.de, die dieses Mal freundlicherweise die Uhr zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt sage ich viel Spaß! Hier noch ein kleines Unboxing. Ups, die innere Verpackung ist wesentlich hochwertiger als bei den normalen Standarduhren. Die Verpackung ist auch viel größer. Ich finde, es passt super zur Uhr. Hier nochmal die Betriebsanleitung. Ja, und im Inneren Black Beauty. Passt perfekt. Mit der Prospex Tuna Solar Black hat mich Seiko tatsächlich in einigen Punkten überrascht. Die Uhr ist spürbar anders als alle Seiko-Taucher, die ich zuvor getestet habe. Das liegt vorrangig am innovativen Solarantrieb und am einfallsreichen äußeren Titan-Carbid-Gehäuse. Ein Designelement, das man mögen muss. Und mir gefällt es wirklich sehr gut. Qualitativ bekommen wir mit dem auf 5000 Exemplare limitierten Tuna-Tauchermodell eine Uhr, die sich in das gewohnte gute Bild einfügt, das ich schon lange von Seiko habe. Edle Materialien und eine tadellose Verarbeitung zum fairen Preis. Wer auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Taucheruhr zu diesen Konditionen ist, ist mit der Seiko Prospex Tuna Solar Black SNE 577P1 bestens beraten. Die ersten Tuna-Modelle kamen bereits 1975 auf den Markt und haben sich seitdem eine eingeschworene Fangemeinde erarbeitet, die den hohen Wiedererkennungswert der Uhren schätzt. Hierher rührt auch der Name, denn das Gehäuse der Tuna-Uhren soll angeblich stark an eine Thunfischdose erinnern. Die Krone ist verschraubt und lässt sich ganz einfach bedienen, wie von Seiko gewohnt. Das Silikonarmband und die Schließe passen perfekt zusammen. In diesen grau-schwarz-anthrazittönen. Egal ob zum Taucheranzug oder zum Casual Outfit, die Tuna macht immer eine super Figur. Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein. Das Silikonband trägt sich wirklich sehr angenehm und man spürt sie kaum. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Fragen zur Uhr gerne unten in den Kommentaren. Links, wie gesagt, auch unten in der Beschreibung zum ausführlichen Review. Guckt gerne auch in meinen anderen Kanälen vorbei. Instagram, Facebook, Pinterest. Auf Instagram poste ich jeden Tag 18 Uhr. Ihr findet mich dort überall unter Watch David. Ganz einfach zu finden. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr hier ein Like da lasst. Gerne den Kanal abonnieren mit Glöckchen. Da werdet ihr immer über neueste Videos informiert. Aber das wisst ihr ja. Gerne auch das Video teilen, geht ganz einfach. Zack, öffnet sich WhatsApp. Gerne mal an Freunde, falls das für die vielleicht interessant sein sollte. Es gibt ja ziemlich viele Psycho-Fans auf der Welt. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao.